Yo, Happy New Year euch allen! Also auf jeden Fall ist das jetzt die erste Aufnahme für 2016. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, kaum bin ich wieder im Spiel drin, fühle ich mich verarscht. Wir waren doch letztes Mal auf dieser Winterroute und Luca hat uns zurückgesetzt, weil Erik, als er mir die Copy zurückgegeben hat, war schon deutlich weiter. Ich habe gedacht, gut, jetzt geht Luca da einfach mal weiter. Aber nein, was macht er? Er macht es nicht. Er setzt mich hier irgendwo in der Wildnis ab. Und wo sitzt hier der verdammte... Ach, da. Ja, so ein bisschen verarscht kann ich mich schon fühlen. Ich meine, ich hoffe, ihr versteht es. Nur der Schutz wirkt noch. Ja, und ich hoffe, dass der gute Mensch mir bald schreibt, weil ich habe heute genug Zeit damit verplempert, seine ganzen Videos zu rendern. Also da waren noch einige von Minecraft übrig. Oh mein Gott, dieser Part wurde schon aufgenommen zu dem Zeitpunkt, wo das Let's Play abgeschlossen war. Ich glaube, ich spinne. Okay, jetzt müssen wir sogar noch gegen eins kämpfen. Weil Luca ein anderes Pokémon als unser eigentliches Pokémon vorgesetzt hat. Wo ist eigentlich Bowser XDM? Ach, immer noch auf seinem selben beschissenen Level. Ja, der Joker unseres großen Let's Plays ist dann doch nicht so gut. Und ich weiß, es muss immer wieder aufklären, das Bild. Ich weiß, aber was macht's bitte schon für einen Unterschied? So, wie sieht's hier eigentlich aus? Olaf trägt ein Item. Ach so, Sanftglocke. Die ist mir zuvor nicht aufgefallen. Nee, wir müssen das Ganze zurücksetzen. Wir müssen das so hinsetzen. Und mir sei scheißegal, ob Bowser XDM mal in den Doppelkampf reingerät, weil der braucht Erfahrungspunkte. Weil der liegt ganz schon ein bisschen hinten. Ach. Ich weiß, entschuldigt, dass ich die ganze Zeit meine Handgelenke ein bisschen lockere. Aber es muss einfach manchmal sein. Es geht manchmal nicht anders. Und das seht ihr ja perfekt. Die Vorentwicklung auf Level 34 ist genauso stark wie unser endgültiges Exemplar. So. Das sieht übrigens sehr komisch aus. Man sieht, dass eine Sonne scheint und dabei schneit. Aber irgendwie ist es auch beeindruckend. So. Erik scheint da oben noch nicht entlang gegangen zu sein. Macht ja nichts. Ich wollte es nur so anmerken. Okay, da kommt man anscheinend auch noch nicht hin, weil das ist ja eher das Hochland. Okay, das alles hat er schon besiegt. Also ich verlasse mich einfach mal darauf, dass Erik unten alles gemacht hat. Ansonsten geht's genau... Er hat doch nicht alles gemacht! Hurra! Spitze, das freut mich, aber ich würde mich gerne interessieren, warum Luca zurückgelaufen ist. Also es interessiert mich zumindest. Ich weiß ja nicht. Das freut mich mal wieder sehr. Ein einziges Pokémon ist auf Level, was weiß ich, 5 Level über uns. Ich meine, wir haben eigentlich so schnelle Pokémon, da müssten wir doch das Ganze kompensieren können, aber es geht einfach nicht. Jetzt vom Hagelsturm getroffen. Eigentlich müssten wir noch mehr vom Hagelsturm getroffen werden, von der Logik her, weil wir ja viel näher dran sind. Okay, das wundert mich natürlich, dass Eissturm jetzt, sagen wir mal, als sehr effektive Attacke gegen uns fast nichts bringt und das, obwohl wir 5 Level weiter unten liegen. Kann man das schon sagen? Ich möchte nicht verprügelt werden. Ich hab's nicht verdient. Es hagelt, meine Güte, es schneit doch nur. Da übertreibt man gleich wieder. Man möchte ja mal wieder das komplette Feld dieses Spiels ausnutzen. Warum bekommt Psyblade Erfahrungspunkte?
Okay, wir machen das mal gehörig anders. Was trägt der dann, bitteschön? Ach so, der ist wahrscheinlich so schwach, weil er noch nie in seinem Leben diesen EP-Teil in der Hand gehalten hat. Und Psyblade bekommt jetzt erstmal sein Fett weg. Also so mag ich das überhaupt nicht. Wir haben noch zwei Pokémon, die sind unter der Gürtellinie schwach. Okay, dann geht es hier noch nicht weiter, denn wir haben ja einen Trainer besiegt. Ja, also ich überziehe auch gerne. Hauptsache wir kommen aus dieser Eiswüste raus. Ich sehe es als Kompensierung immer an von Eriks ungenutzter Sendezeit. Wie sieht es eigentlich mit dem Pokémon im Dex aus? Ach, Flucht gescheitert. Wie viel Schaden macht das denn, bitteschön? 7 Punkte. 6 Punkte. Also das ist natürlich, was mich aufregt. So, jetzt hauen wir aber verdammt nochmal ab. Also so kann das nie funktionieren. Wir haben nur noch einen einzigen Hypertrank. Klar, es gibt da zwar direkt daneben ein Haus, wo man sich heilen kann, aber das nutze ich nicht. So, Route 217, und da werden wir gleich von ihr hier angesprochen. Ist das die zweite Arenaleiterin? Oder die dritte? Ich weiß nicht. Ob die jemals den Namen Hilda getragen hat. Oh, LPT! Bist du zufällig auf dem Weg nach Blitzach? Da will ich auch hin. Wenn ich die VM Fliegen einsetze, kann ich auf direktem Weg dorthin gelangen. Aber ich laufe lieber, das macht mir kein Problem. Ich bin an Kälte gewöhnt, denn ich laufe immer barfuß und in leichter Kleidung. Hachi! Ach, das war nur ein Kribbeln in der Nase. Nichts Wildes. Echt? Mir ist gar nicht kalt. Ich mach mich dann auf den Weg. Pass auf dich auf. Ja, das sieht jetzt so aus wie Ameisenrennen im Fernsehen. Finde ich sehr schön. So weit sind wir nicht gekommen, weil Lukas sich gedacht hat, man müsste wieder mal in die andere Richtung laufen. Ich werde ihn fragen, warum das so ist, weil das kann ich absolut nicht ab. Also ich habe mir den Part natürlich nicht ganz angesehen. Ich meine, wir haben Vereinbarungen. So, dann bin ich mal gespannt, wie wir uns gegen dieses 7 Level über uns Ding behaupten. Ich meine, wären unsere ganzen Pokémon auf Level 38, dann wäre das gar kein Problem. Ich meine, so schwache Attacken haben wir jetzt auch nicht. Oh, bitte überlebt das. Auf Wiedersehen. Es musste ja so kommen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass das jemand gleich wieder in den Raum reinkommt und mich fragt, ob ich endlich die Lösung für Uncharted 3 habe. Keine Worte, Leute. Toll, und jetzt bekommt man auch noch so viele Erfahrungspunkte. Ja, das ist natürlich toll. Aber Bad Guy soll nicht zu unserem zweitstärksten Pokémon werden. Ja, so gut, das ist ja auch nicht unverdient. Was trägt dieses Ding eigentlich?
Drachenzahn ist okay, genau deswegen sind die Attacken auch so stark. Aber in einem Eisgebiet, das ist jetzt praktisch nicht the time of his life, aber gut. Okay Leute, da wären wir wieder. Es gab mal wieder eine kurze Unterbrechung. Denn auch in diesem Jahr meinen Leute, man müsste in den Raum reinkommen. Okay, ich glaube, hier können auch keine Pokémon auftreten. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und wir bekommen hier ein Indigo-Stück. Gibt es hier nicht eigentlich auch eine VM? Ich meine, es waren Pokémon Diamant und Perl, ja so. Es gab ja einige Veränderungen. Das ist halt wieder so die lange Strecke nach Blitzach. Ich habe gedacht, die spricht gerade auf Französisch. Und da wird es auf jeden Fall so sein, es gibt danach noch eine ganz kleine Route. Die hat praktisch den Eingang, oder heißt es dann Stärkeufer? Ja, das Stärkeufer müsste es sein. Und da ist es mit dem Schnee nicht mehr so extrem. Und ich bin auch sehr froh, dass die relativ wenig Pokémon mit sich rumtragen. Eisenschweif müsste eigentlich was bringen gegen Eis. Ist natürlich scheiße, dass man immer wieder so viel abgezogen bekommt und das ist auch sehr blöd. Okay, das hat wirklich was gebracht. Mal schauen, wie viel. Ja, ist doch gut. Guter Junge. Guter Junge. Gut, gut, gut. So, jetzt ist natürlich nur die Frage, wie heile ich den Guten jetzt? Ja, also Lukas hat extra den Weg zurückgegangen. Der hätte eigentlich doch bemerken müssen, dass wir, was Heilung angeht, nicht so on the top sind. Oh Gott. Ja, halt mal, in der Ecke muss doch was sein. Ihr wollt mich verarschen. Es ist ja wirklich nichts in der Ecke. Okay, ich glaube, Schutz brauchen wir jetzt keinen. Ich meine, im Schnee taucht ja kein Pokémon auf, aber im Gras mit Schnee. So, jetzt haben wir wieder hier so einen scheinheiligen Ninja, der denkt, er könnte sich super verstecken. Vor allem diese Musik, die passt doch gar nicht zu dem Ninja. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Und die tragen alle nur ein einziges Pokémon mit sich rum. Okay, da haben wir bessere Chancen und der hat sogar einen tollen Effekt eingebaut. Okay, toll, das hängt vom Auge des Betrachters ab. Aber wer läuft hier bitte schon mit einem Golbat rum? Man läuft hier mit einem X-Bat rum. Das ist cool. Also Eisenschweif ist auch, halt auch wirklich sehr wichtig, wenn man sich jetzt gegen diese ganzen Eis-Pokémon wehren will, möchte, kann. Also vielleicht zum 8. Orden hin wird es unsere One-Man-Show hier Bowser XDM. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, wie sehr ich mich für diesen Drachen bemüht habe, dass er gefangen wird, ist es natürlich ein bisschen, sagen wir mal, over the topic. Oder over the top. Weil Top und Topic ist nicht dasselbe. Leck mich am Arsch. Am liebsten würde ich jetzt wieder durchrennen bis nach Blitzach. Kann nicht ausgetauscht werden. Wollt ihr mich verarschen? Unser Pokémon ist halb tot. Ja, bin mir sicher, wären wir auf demselben Level gewesen, hätte das weniger fatale Folgen für uns gehabt. Diesmal mache ich nicht den Fehler
und hol Golbat, X-Bat rein. Ja, und jetzt bekommt Ray hoffentlich sein verdientes Level 36. Also es wäre schon wenigstens toll, wenn wir bis zur Liga auf Level 50 wären. Das ist so das Minimalziel, das ich mir setze. Und es hat nicht ganz gereicht. So. Ich laufe jetzt einfach durch. Es reicht mir. Ich meine, man kann ja auch nicht mal richtig erkennen, wo bestimmte Stellen sind, wo man besser laufen kann. TM07 Hagelsturm. Interessant. Und da müsste ich jetzt... Ja genau, Kraxel liegen. Auch eine VM, welches danach nie wiedergegeben hat, aber... Es ist halt so, die vierte Generation ist halt manchmal speziell. Ja, während ich mich durch den Schneesturm kämpfte, habe ich meine VM verloren. Vor allen Dingen, was sehr unlogisch ist. Entweder, ja, muss von Blitzer hergekommen sein, aber das ist doch kein so großer Weg. Ich meine, das ist doch, schaut sich doch auf der Karte an. Also ich verstehe echt nicht, was der hat. Also entweder ist er von Blitzach gekommen, aber das ist so ein kurzer Weg, da hätte man sich doch bewegen können und es wieder finden können. Oder, ja, der andere Weg wäre total unlogisch, weil das Ding hinter seinem Haus liegt. Ja, und die Berge, was, du hast es gefunden? Hast bereits, oh, ja, behalte sie. Ja, ich mag Ehrlichkeit, da habe ich eine Belohnung für dich. Also das ist wieder so eine Szene der absoluten Unlogik. Und jetzt haben wir hier wieder eine Tafel. Eigentlich mag ich solche Texte, aber ich lese sie nicht. Ich lese sie einfach nicht. Klar, es ist auch mein Fehler. Ich hätte vielleicht vorher einen Blick in die Tasche reinwerfen sollen. Man kann ja wirklich gut die Trainer überspringen. Das finde ich lobenswert. Und hier haben wir den Eisstein. Wenn ihr hier mit Evoli ein Level-Up erreicht, entwickelt es sich weiter zu Glaziola. Ist übrigens ein sehr italienischer Name und auch ein sehr schöner Name. Und deswegen setze ich uns auch schön zurück und Erik fliegt nicht hin. Okay, das war falsch. Auf jeden Fall könnt ihr es hier entwickeln. Ist eine coole Sache manchmal. Nein, Quiekel. Wirklich, hätten die Trainer solche Pokémon auf solchen Level, dann wäre das alles leichter. Das ist absoluter Quatsch und geht nämlich hier oben lang. Und dann haben wir da ein kleines Schlupfloch und da geht es mit Sicherheit durch. Oh nein. Okay, gegen dieses Arschloch müssen wir, glaube ich... Okay, Arschloch ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber mich regt halt so sehr auf, dass ich die jetzt alle überspringen muss. So, das haben wir geschafft. Ich meine, wie kann man hier bitte schön jemanden sehen? Das ist auch so eine Logik. Dann komm halt ruhig her, komm, box dich mit mir. Schlag dich mit mir. Okay, ihr könnt jetzt zwar alle meine Gesten sehen. Das auf sehr peinliche und dubiose Weise. Und ich setze Erik am besten wieder dahin, wo ich ihn schon das letzte Mal hingesetzt habe. Oder einfach da, wo er war. Dann denkt er halt, wir haben überhaupt keinen Fortschritt erzielt. Soll mir recht sein. Aber was soll das bitte schön? Ist das jetzt eine Racheaktion von Luca? Okay, ich will gar nicht an Rache denken. Dann hat Erik halt im nächsten Part den Auftrag, Trainer zu besiegen. Es ist mir scheißegal, ob hier ein Blitzer rankommt, weil ich meine, wir sind da ohnehin. Ich hoffe wenigstens, dass der Weg dahin nicht blockiert wird, weil dann ist alles, was ich hier so mühevoll aufgearbeitet habe, am Arsch. Beziehungsweise ich habe ja eigentlich gar nichts aufgearbeitet. Aber gell, Kaskade haben wir noch nicht. Weil ich meine, Kaskade bekommt man immer als letztes. Boah, das ist mir scheißegal. Ich bin jetzt alles in den Kampf, was ich
zur Verfügung stehen habe. Na warte du, Psyblade. Okay, das hat nichts gebracht. Aber auch der Goldfisch. So, Psycho-Blade müsste es doch jetzt eigentlich schaffen, oder? Ja, es gibt Erfahrungspunkte für Psyblade. Wenigstens kann man behaupten, dass meine Pokémon nicht die schwächsten sind. Da sind beide auf Level 35 relativ gut bedient. Okay, es ist auch relativ schwierig, die schwächsten Glieder des Teams zu übertreffen. Oder zu unterbieten, muss man ja beinahe sagen. So, das war wieder sehr mit Glück belegt. So, Batgirl erreicht Level 36. Das ist ja unglaublich. Das zweitstärkste Glied in unserem Team. Das ist ja ein Teammitglied von Erik. Erik hat die stärksten Teammitglieder, ist allerdings insgesamt das schwächste Glied. Leute, und da fällt mir was ein, und das ist eine sehr, sehr, sehr negative Tatsache, wenn man sich's mal so überlegt. Ich könnte mir theoretisch jetzt hier 6 Pokémon fangen, und er würde beinahe dasselbe Ergebnis erzielen, welches ich mit den aktuellen Pokémon erzielen würde. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich werde einfach Erik sagen, dass wir noch nicht angekommen sind und er die ganzen Trainer macht. Dafür starte ich ihn dann auch mit dem jeweiligen Rüstzeug aus. Wenn man das so nennen kann, Rüstzeug. Man sollte mal wieder unsere Wertgegenstände verkaufen, weil an Geld wird uns sicherlich auch noch fehlen. So, dann haben wir das Stärkeufer. Hey, LPT! Bist du auch schon da? Langsam! Viel zu langsam! Hör zu, LPT! Siehst du, dass die Felsen hier anders aussehen? Du kannst die Berge erst hochlaufen, weil du den Orden der Blitzach-Arena besitzt. Und deswegen können wir schon nach Blitzach. Wie dem auch sei, ich bin einmal weg. Team Galactic, ich bin euch auf den Fersen! Du hast viel vor in deinem Leben. So, da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall ist die Sicht auch hier viel klarer. Und ich finde übrigens das auch sehr schön, diese Schneeeffekte. Die sind für den DS sehr passend. Ich sag ja, so schlecht sieht das Spiel eigentlich gar nicht aus. Ich zeig's ja euch nur sehr schlecht. So, und damit hätten wir es nach Blitzach geschafft. Ist das etwa Hole is Hole? Ich weiß es nicht. Ja, also Blitzach ist ja eine Eisstadt. Wer hätte gedacht. Jetzt suche ich nur nach einem Pokémon-Center. Übrigens, die Musik, die ist auch sehr interessant. Da hinten haben wir übrigens ein Gebäude, welches für viele keine Rolle spielen wird. Und zwar haben wir den Blitzach-Tempel, den werden wir nicht im Let's Play besuchen, weil wir hierfür die 3 Regis brauchen. Also die Golems aus den Spielen Rubin, Saphir und Smaragd. Welche in dem Spiel genauso schwer erreichbar sind, wie schon in den Remakes. Hier muss es doch irgendwas geben. Geht doch nicht. Also, letzte Amtshandlung in diesem Part ist es auf jeden Fall. Ich fliege Erik auf jeden Fall zurück. Ich heile uns, kaufe uns Items, verkaufe vielleicht irgendwas und fliege uns zurück. Na, da ist unsere gute Freundin ja von vorhin. Ich meine, wird auch sehr interessant sein, diese Statistiken dann zu machen, wenn wir überhaupt Statistiken machen werden.
Oh, hallo LPT. Bist du hier, um die Arenenleiterin herauszufordern? Hoffentlich treffe ich Frieda bald. Aber bis dahin muss ich mich erst einmal etwas aufwärmen. Wusstest du, dass Frieda Pokémon vom Typ Eis einsetzt? Also bei dem Ort hätte ich das nicht gedacht. Frieda ist ein ganz toller Mensch. So emsig und lernbegierig. Also was ist emsig, bitteschön, für ein Wort? Sie wollte mit mir das Kämpfen gegen Kampf-Pokémon üben. Als Pokémon sind nämlich empfindlich gegen Pokémon vom Typ Kampf. Ja, da hat die gute Frau recht. Also hoffentlich kommt Erik nicht auf den Gedanken zu fliegen. So, Hypertrank, wie viel können wir verkaufen? Also ich sage mal, wir kaufen 30 Stück. Warum rede ich jetzt so und so einen Akzent, den ich eigentlich nicht verwende? Ich habe keine Ahnung. So, dann verkaufen wir noch ein paar Sachen, die wir nicht brauchen. Und das hat sich gereimt. Honig brauchen wir manchmal, aber das ist so unwichtig. Ovaler Stein, das brauchen wir alles noch. Lalala. Wir verkaufen ein Gelbstück. Und ein Grünstück. Und ein Purpurstück. Und Leuchtstein, Metallmantel, Puder, Sand, Licht, Lehm, ewiges Eis, Indigo-Stück. Verkaufen wir das alles für Geld? Carbon verkaufen wir auch. Und warum singe ich gerade so ein Scheißlied? AP Plus ist sowas von unnötig. Da verkaufen wir noch das. Der KP Plus ist auch unnötig. Das verkaufen wir auch. Oh Gott, das ist so furchtbar, was ich da gerade rumtrelle. Was erzähle ich da für einen Scheiß? Ja, was singe ich da, ehrlich gesagt, für einen Scheiß? So, dann letzte Amtshandlung. Setzen unseren guten Freund wieder nach vorne. Nehmen ihm den EP-Taler weg. Oder damit er sich generell relativ wenig abquält. Es tut mir leid, Luca, dass ich das machen muss, aber unser Joker kommt da gerade nicht so sehr zum Einsatz. Muss man einfach mal gestehen. Okay, ich weiß gar nicht, ob er ihn wirklich Joker genannt hat. Und deswegen fliegen wir zurück. Ja genau, wir fliegen dorthin, wo wir waren. Meine Güte, das ist aber eine ganz schön lange Strecke. Okay, es ist ja auch von hier noch der Kraterberg. Na 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 na. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass manche Orte keine eigenen Tracks bekommen haben, also keine eigene musikalische Untermalung, welche einzigartig ist und es sonst noch nicht gibt. Ich wollte ja eigentlich nachschauen, wie viele Pokémon wir schon im Pokédex haben. Das mache ich mal geschwind. Gesehen haben wir 146 und wie viel gibt es eigentlich insgesamt? Ich meine, der Dex ist hier. Sehr angestiegen. Wir sind jetzt aktuell bei. Okay, es sind viel mehr. Es sind viel. Bei 206. Es sind allerdings noch weitaus mehr. Ein Pokémon kann diesen Fels bewegen. Ist das so? Habe ich da etwa nicht Schutz aufgetragen? Sollte man vielleicht machen. Ich meine, Erik bezeichnet dieses Let's Play schon spöttisch als PP. Ja, ich werde dazu noch später was sagen. Also, wenn wir dann endlich mal fertig sind mit dieser Herumgequälerei und Pokémon Platin. Ach Mensch, jetzt regt mich nicht auf. Ich will doch nur durchlaufen.
Schön nur durchmarschieren, marching on. Oh Mensch, wird es noch was in 5 Minuten? Weiß, ich komme euch gerade so aggressiv vor, aber so bin ich eigentlich gar nicht. So, hätten wir das. Was? Wir haben noch nicht da... Okay, ich nehme alles zurück. Erik war nicht fleißig. Ah! Mann, kann man sich auf keinen verlassen? Kann man sich denn auf wirklich keinen verlassen? Ich weiß es nicht. Ich wünschte, ich wüsste es. Meine Güte, Erik, lernt doch endlich mal die Trainer zu besiegen. Es ist dir niemand auf dieser Welt sauer, wenn du nicht, wenn du, keinen Fortschritt erzielst, allerdings wenigstens dich gegen die Trainer mal versuchst. Ich weiß, er ist nicht der beste Spieler, aber er müsste doch eigentlich theoretisch wissen, von der elementaren Struktur her, welche Pokémon gegen welche anderen Pokémon effektiv sind. Gut, bei manchen ist es wirklich schwierig und nicht überschaubar, aber... Ich glaub's nicht. Ich will's auch eigentlich gar nicht glauben. Oder ich möchte es nicht glauben. Ah, Fiasko, Fiasko. Ja, ist gut. Vielleicht einfach so Porygon 2. Porygon. Geil, es ist doch Psycho. Okay, es ist nicht Psycho. Ich verstehe auch nicht, das erste war so eckig, das zweite ist rund und das dritte, das ist irgendwie, was weiß ich, halt eher eine Weiterentwicklung von Porygon 2. Es ist auch eine Weiterentwicklung von Porygon 2. Auf jeden Fall schon sehr komisch, wer macht bitte schon ein Pokémon, welches sich zwei Stufen über durch Tausch entwickelt oder noch mit Item. Das kann nicht wahr sein! Um Gottes Willen! Es tut mir leid, dass ich gerade so übertreibe, aber ehrlich, nur weil Erik halt Zeit sparen wollte, weil er den Part wieder nach 10 Minuten beenden wollte. Also was soll denn das, bitteschön? Ich muss mir wirklich mal den Part von Luca ansehen. Warum ist er den ganzen Weg zurückgelaufen? Es muss doch einen verdammten Grund haben, warum man so handelt. Hat er etwa gemeint, ich bin so sauber? Hat er etwa gemeint, ich schaue immer danach, ob wir genügend Sachen haben? So, bin ich mal gespannt, ob er die nächste Trainerin... Also, okay, alternativer Vorschlag, was er gemacht hat. Er ist den oberen Weg entlang gegangen. So. Bei der wissen wir, dass er sie besiegt hat, oder? Ich will jetzt nicht nachprüfen. Den hat er auf jeden Fall besiegt. Ah ne, den hab ich besiegt. Das war übrigens eine nette Geste, dass er dort Luca abgesetzt hat. So, also. Um wieder zurückzukommen. Erik fängt hier an. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß. Es wird sicherlich nervtötend für ihn werden, aber mir soll das Ganze eigentlich egal sein. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, wünsche euch viel Spaß mit dem Part von Luca und Erik, die hoffentlich dieses Mal viel besser sind. Bis zum nächsten Mal, ciao und haltet bitte eure Ohren so steif wie möglich. Am besten dort, wo Luca und Erik ihre Parts aufnehmen.